Hey, wir sind zu einer weiteren Folge von DS4. Ja, wir sind wieder zurück und ja, wir sind im zweiten Durchgang mit 31 Teilnehmern, denn Seo Joy ist über die, über die Dingregelung eben hier, Sturzregelung eben hier weitergekommen. Sonst wäre Anders Schwannemel nicht dabei gewesen. Mal gucken, vielleicht stiehlt er noch einen Punkt, weil viel wieder nicht machen können, weil aus eigener Kraft wird er hier sicher heute keinen überholen. Da muss ich schon auf die Fähre von den anderen hoffen. Und zumindest ist jetzt noch ein halbwegs Sprung unterlegen. Das macht er. 129 Meter. Ja, mal gucken. Vielleicht wird er irgendwann noch einen Punkt klauen. Anders Schwannemehl, ja. Gute Leistung im Durchgang 1. Eigentlich alles möglich. Bis zur Spitze nicht viele Punkte Unterschied. Das heißt, wenn er hier jetzt schon mal einen runterlegt, dann könnte er weit, weit nach vorne kommen. 133 Meter schafft er. Mal schauen, wie... inwiefern sich das gut und gerne ausgeht. Denn wenn man das so hochrechnet, wäre er sogar in die Top 5 gewesen nach dem ersten Durchgang. Also mal gucken und abwarten. Es wird ein sehr spannender zweiter Durchgang. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ilya Rostierkopf. So, da la. Immer wenn es knapp hergeht, kann alles passieren. Es kann jeder Sprung der Siegessprung sein. Also wir werden sehen. 130 Meter jetzt von ihm. Da sind schon mal 5,3 Punkte Unterschied, wie man gesehen hat. Gregor Schlierenzauer. Ja, was macht er jetzt? Wie gesagt, jeder Sprung kann der Siegessprung sein, aber nicht der hier. Denn da war ein Wackler drin und ist auf jeden Fall schon mal kürzer als der bisherige, jetzige Führende. Aber 130,5 zumindest Rang 2 im Moment. Denis Konilov. Ja, Er benötigt natürlich einen besseren Sprung. Mal gucken, ob er sich daran... Er stürzt 132,5, aber es geht sich aus für den vorletzten Rang im Moment. Joshua Maurer. Also und in einen Wavepunkt natürlich damit. Mal gucken, was jetzt der Kanadier macht, der sich hier qualifiziert hat. Naja, scheint wirklich den einen Punkt auch zu nehmen. Wie es im Moment ausschaut, 121,5. Ja, dann nimmt er knapp, aber doch zwei Punkte erstmal. Hochgerechnet mit. Wladimir Zugravski. Ja, viel weniger weit als 120 dürfte man hier nicht springen. Also, Brown mit Zugraski, was macht er? 130 Meter, Rang 3 im Moment. So, Gregor de Schwanden. Mal gucken. Ich sage das sehr oft, aber es ist auch so. Ich weiß heute nicht, was ich anderes sagen soll. Denn Lahti ist so eine Schanze, wo es halt wirklich alles möglich ist. Und auch hier wieder 133 Meter aus dem, mehr oder weniger aus einem halbwegs Sprung nur, der sich nicht mal so krass angefühlt hat, aber einfach ruhig war. Und das ist halt hier eigentlich key und 100, also 0,6 Punkte vor Anders Schwannemehl und auf Rang 1 erstmal. Noriaki Kasai war auf Rang 23 nach dem ersten Durchgang. Hier ist er ein bisschen spät. Da wird er wohl auch nicht viele Punkte mit heimnehmen können. 124,5. Ja, zumindest ein bisschen was wird er mitnehmen können. Joachim Hauer. Er war ein bisschen weiter vorne schon, aber der Wind spielt gerade nicht so mit, dass er jetzt Top-Weiten springen könnte. Aber zumindest noch immerhin Rang 6, aber mehr war halt im Moment leider auch nicht drinnen. Ilmir Hatzidinov, ja, der Seitenwind regiert im Moment. Das könnte sehr, sehr viel heißen, denn alle Leute sind sehr, sehr knapp beieinander. Und für diesen Seitenwind war das ein sehr, sehr guter Sprung. 132,5 Meter, das wird auch belohnt. Also 0,5 Punkte vor Gregor de Schwanden auf Rang 1 jetzt. Daniel André Tande, ja, Qualifikation war super grandios und der erste Sprung war auch okay noch, aber auch nicht wirklich quasi Gold wert und hier jetzt noch schlechter eigentlich. Rang 8 nur mit 128 Metern und ein halber war ja auch noch dabei. Sorry, das darf man natürlich nicht vergessen. Marv Fettner, ja, war Rang 18. Was ist jetzt noch drinnen? Wir werden es gleich erfahren. Schaut okay aus, kommt aber auch nicht an die Führenden ran. Immerhin mit 131,5 Rang 4. Oder? Ja, ich glaube schon. Richard Freitag. Wo ist der Aufwind geblieben? Wir wissen es nicht. Mal schauen, was Richard Freitag macht. Auch eher guter Sprung. 131,5. Wiederum Rang 4 ist sogar ex-equo mit ihm. Mit Manuel Fettner. Der nächste, Ryoyo Kobayashi. Der scheint wieder Aufwind zu haben. Mal gucken, was ihm jetzt gelingt dadurch.
Nicht viel mehr eigentlich. Nicht viel mehr. Ein bisschen Wind war mal kurz da. Aber Rang 7, 130 Meter mehr war jetzt im Moment nicht drinnen. Trotzdem, sehr schöner Sprung. Und wird auch wieder ein paar Punkte mitnehmen können dadurch. Martin nochmal jetzt. Er war auf Rang 16. Vielleicht geht dann noch was nach vorne. Denn wie gesagt, jeder Sprung kann gewinnen. Jeder Sprung kann aufs Podium kommen. Der auf jeden Fall mal nicht. Der fällt er zurück auf Rang 12. Das war dann wieder mehr oder weniger ein Wochenende für ihn zu vergessen. Radik Schaparow jetzt. Ja, das scheint schon wieder besser aus für ihn. Aber er kommt auch nicht ganz nach vorne. Aber es ist immerhin Rang 2. Nur 0,1 Punkte hinter Ilmer Hazedinov. Okay, das wäre jetzt nicht abzusehen gewesen, aber die Noten haben ihn da ordentlich rausgeritten. Janne Ahonen. Der scheint jetzt sehr, sehr hoch auch zu sein. Ja. Das geht sich aus, 133 Meter. Da ist er wieder 1,7 Punkte vor Ilmer Hazedinov. Und ja, Janne Ahonen greift mal an. Sag ich jetzt mal. Gabriel Kahlen ist der nächste, der jetzt runter darf. Irgendein Sprung muss einem noch auskommen, sage ich, dass er heute gewinnt. Aber Gabriel Kahlen ist es auch nicht. 131 Meter, fällt zurück auf Rang 5, sogar hinter seinem Landsmann noch. Gregor de Schwanden. Wahnsinn. Michael Heiberg jetzt. Auch eher kein Aufwind. Mal gucken, ob sich da irgendwas anders noch ausgehen kann. Nee, wahrscheinlich nicht. Rang 7 hier. Ja, das war auch nix. Da fällt er auch zurück. Jarkko Meete. Die Top 10 sind da. Und hier kann sowieso jeder gewinnen. Jarkko Meete oder Janne Ahonen. Da ist Janne Ahonen noch vorne. Aber nicht mehr viel. 0,9 Punkte. Aber 133 Meter. Doppelfinnische Führung hier jetzt mal auf der heimischen Schanze. Weiter geht's mit Karl Geiger, war ebenfalls auf Rang 10. Er hat jetzt leichten Aufwind oben. Ob ihm das zugutekommt? Naja. Er hat sich vielleicht ein bisschen selbst rausgenommen. Rang 5 hier ist trotzdem noch immer ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Er war auf Rang 9. Stefan Kraft sehr, sehr weit vorne. Was gelingt ihm? Ja, schaut jetzt schon wieder gut aus. Ein kleiner Fehler, aber. Ja, mehrere kleine Fehler. Und es resultiert dann in 130,5 Meter und Rang 12. Naja, immerhin nicht viel falsch gemacht, aber doch einiges. Was? Das macht keinen Sinn. Nicht viel falsch gemacht. Eigentlich mit den Weiten, aber. Naja, der zweite Sprung hat ein bisschen versemmelt. Schade. Aber immerhin Rang 12. Er will wieder mal ein paar Punkte machen. So, jetzt habe ich es rausgebracht. Kento Sakoyama jetzt war auf Rang 8 im ersten Durchgang. Gelingt ihm noch was hier? Auch er ihm nicht. Rang 15 nur. Ich wollte sagen, auch er ist dem gleichen Schicksal zufolge geworden. Aber ist mir in dem Moment nicht rausgekommen. Egal. Thomas Vankura. Ich glaube, da waren ein paar Leute Rang 5. Er war auf jeden Fall einer davon. Ich könnte aber noch nachgucken, gleich mal. Auch er. Nur Rang 12. Und ja, da sind noch genau jetzt 5 oben. Also, huiuiui. Beziehungsweise, ich glaube ich das. Hari Olli jetzt. Wir werden sehen. Kann er da zu den beiden finnischen Kollegen aufschließen? Ja, scheint danach sogar zu so 134,5 Meter. Das ist der eine Sprung, auf den ich gewartet habe, der alle anderen in den Schatten stellt. Und jetzt dreifach finnische Führung, noch 5 Leute oben. Da wird wohl ein finnischer Springer hier und heute auf dem Podest stehen. Nur wo ist die Frage? Mackenzie Boyd-Klose öffnet jetzt die letzten wirklichen 5. Mal schauen. Was wird Mackenzie hier machen? Auch guter Sprung. Auch 133,5 Meter ist Rang 2, aber da sprengt er mal die finnische Dreifachführung. Aber trotzdem, was für ein Sprung vorhin von Harry Olli. Ob der heute gewinnt? Wir werden sehen. Stefan Laie jetzt. Ein bisschen steil schon oben raus. Da wird's nix. Da fällt weit zurück. Rang 16. 128,5 Meter nur jetzt hier in seiner Position. Juri Teppisch war auf Rang 3. Was geht sich aus? Wer gewinnt? Wir werden es gleich wissen. Aber jetzt erstmal Juri Teppisch, der hier doch flach rauskommt.
Er kommt zwar über die Heels-Size, denke ich jetzt mal. Nee, nicht ganz, aber Rang 15 ist es nur im Endeffekt jetzt hier gerade geworden. Das ist Ex-Eco mit Stefan Kraft auf Rang 15 momentan. Zwei noch oben, die mehr oder weniger Jan Matura noch nie ein Podium hatten. Oder Ange Lanišek, der hier auch Mackenzie Boyd-Close in der Gesamtwertung überholen könnte. Aber Harioli auch eventuell in die Top 10 springen kann, wenn der heute gewinnt. Wir werden sehen. Ja, Harioli hat schon mal mindestens einen Podiumplatz. Mal schauen, was mit Mackenzie passiert und mit Janne Ahonen. Wir werden sehen. Jan Matura jetzt mal, der auf Rang 2 lag. Nach dem ersten Durchgang. Geht sich hier und heute für ihn was aus? Nein. Rang 8 ist trotzdem ein super Ergebnis mit 130 Meter, da wird er sich nicht beschweren können. Aber es reicht heute nicht. Harioli, Mackenzie bei Klaus sind schon am Podest. Wer joint ihnen noch? Ange Lanišek? Oder ist das Podium schon so, wie es ist? Oh, er ist auch nochmal gut unterwegs. Der wird nicht führen. Doch! Doch, es geht sich aus! 132 Meter, 0,4 Punkte. Ange Lanišek gewinnt hier heute sogar tatsächlich. Unglaublich. Mit insgesamt eigentlich 2 Meter kürzer gewinnt er heute vor Harioli mit 0,4 Punkten. Und dritter wird Mackenzie Boyd-Close. Was für ein Springen mal heute mal wieder. Super spannend. Und wir schauen jetzt gleich direkt mal, was das für einen Impact auf die Gesamtwertung hatte. Ja, Daniel André Tande führt jetzt nur noch 15 Punkte vor Ange Lanišek, der mittlerweile jetzt Zweiter ist. Dritter ist jetzt erneut Mackenzie Boyd-Close und Vierter Michael Heiböck, der schon ein bisschen abgeschlagen scheint, aber doch noch auch einen guten Polster auf Rang 5 hat, sage ich jetzt mal. Sechster Martin Omme, siebter Stefan Laie, achter Alexander Sadiko, neunter Jakob Jandl und neuer Zehnter ist jetzt Harioli, der jetzt hier den Platz von Denis Kornilov eingenommen hat und die drei Russen knapp an der Grenze. Und ja, puh, hier geht's echt Schlag auf Schlag. Unglaublich. Hier sind ein paar One-Win-Wonders quasi. Naja, doch, nicht. Markus Schiffner ist sogar zweimal im Podium gewesen, aber sonst nur 7 Punkte geschafft bisher. Anscheinend. Ja, also, das gibt's auch. Das gibt's anscheinend auch. Okay, was für ein krasses Springen heute mal wieder. Aber ja, was gibt's da noch zu sagen? Ich habe keine Ahnung. Wow, mehr kann ich da echt nicht so sagen. Mehr heute? Keine Ahnung. Ja. Gut, das war's für heute. Wir haben vielleicht doch nochmal einen Angreifer für Daniel André Tande. Wir werden sehen, wie sich das hier noch ergibt. 5 Springer sind noch. Die sind sehr nah aneinander gestaffelt und ich, ja, mal gucken, wann das die nächste Folge kommt. Auf jeden Fall, ob die nächste Woche schon kommt oder in 2 Wochen, also das weiß ich nicht. Muss ich nachgucken. Habe ich leider nicht vor der Folge gemacht. Aber wie auch immer, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder und bis dahin, springt schon brav weiter.